Da gibt's das gute Öl. Ja, mein bester Freund hat natürlich 2000 Quadratmeter, also Öl kriegst du alles bei mir, was man braucht. Alles da, was man braucht. Das ist unser Treffen von unserem Club im Wellsommer. Ja, machen wir gleich mal ein bisschen Werbung, ne? Sind ja nicht so. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen da einfach brav mit. Ja, perfekt, perfekt. Schau, da kannst du da gerne mehr Kartel auch mitnehmen, schau. Das ist wieder vorne. Der Mann ist einmal vorbereitet. Das ist einmal einer von den Betrieben, die jetzt noch nicht pleite gehen. Ja, trotz Insolvenzwelle. Ja. Find man gut. Ja, was das ist. Ist wieder nichts besser. Aber ich habe Gott sei Dank die letzten 11 Jahre brav Stammkunden aufgebaut. Das kommt mir jetzt zugute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das kommt dir aber auch nur bei dem Publikum zugute, weil die noch Leder mögen. Bei denen, die sich auf die Straßen picken, musst aus recycelten Bettflaschen irgendwas machen, weil wenn du da irgendwas aus Leder hast, bist du ja auch schon wieder ein eh schon wissen. Ne? Aber es ist Kalbschnitzel, wenn du schon essen, aber da schon mal einen Sinn haben. Aber es riecht wirklich gut, man. Es riecht nach Leder, meine Damen und Herren und Diversen. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass auch kein Schnitzel essen. Aber es zumindest hat keins vom Kalb, sondern sie essen das dann in irgendeinem veganen Patty-Ding, aber es muss wie ein Schnitzel oder wie ein Würstel oder wie ein Burger-Patty ausschauen, weil dass man das Grünzeug einfach als Grünzeug zu sich nimmt, das wäre fad. Das ist eigentlich das, was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe. Also wenn ich rein theoretisch sage, ich will nicht Auto fahren, weil ich das umweltbedenklich finde, ich fahre lieber Fahrradl, dann baue ich mir kein Fahrrad, das ausschaut wie ein Auto. Genau so ist es. Außer ich würde es da haben, weil es in Salzburg oft regnet, weil der Klimawandel nicht funktioniert. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist ja ganz wichtig, dass man Luftpunkte machen in Österreich, nicht, weil der ist ja voll sinnvoll. Ne? Er bringt genau gar nichts. Nee, das, ja, gut, das ist, wie man sagt, ich baue da ein Glühbirn aus, weil wir Strom sparen. Das ist ja eine LED, was will der Strom sparen? Das unglaublich schön ist, ich bin Stadtsalzburger, also somit unglaublich privilegiert im Vergleich zu dir, der einfach aus diesem Land kommt, wo es schon Schwarz-Blau gibt. Wir haben das lange Zeit nicht gehabt, wir sind die Guten, wir tragen auch die Nasen ganz hoch oben, weil wir sind Kulturstadt. Jedenfalls bei uns beleuchtet man in den Einkaufsstraßen, die normalerweise untertags touristisch überfüllt sind, wenn nicht gerade ein Lockdown ist, weil wir bei Sachen, die nicht springen waren, quasi um 3 in der Früh sämtliche Ausladen. Da ist kein Mensch unterwegs, aber die Hauptsache, man verbraucht Energie. Und auf der anderen Seite erklärt man dann, wir müssen jetzt die CO2-Steuer erhöhen und wir dürfen mit dem und dem und dem nicht mehr harzen. Und das ist schlecht und jenes ist schlecht und da hat der Bürger zu zahlen und sich einzuschränken. Ja, wobei ich sagen muss, ich meine, das da hinten ist natürlich auch an einem sonnigen Tag, gehen alle Farben und dann... Ach, das kann sehen, dass ich offen. Ja, das ist leider warm, aber ich muss das heute draufschreiben, dass die Leute verstehen. Ja, ja. Weil sonst denkt sich der, paar Laden offen stehen, einer drin, bietet Waren frei, die ist der, ja hat sicher, der hat sicher zu. Tauscht das N am Schluss mit einem Y aus. Ja, dann müssen da und das Paula P mit einem Bertha tauschen. Du, das ist Baerböck da Englisch, gell? Wir sind aber Gott sei Dank nicht bei den Herrschaften mit der Baerböck daheim, sondern wir sind ja bei unseren eigenen Deppen. Sei es wie sei, Karte habe ich, Info habe ich, werden wir ein bisschen auf Facebook bewerben, damit wir quasi den Klimaklebern ein weiteres Mal rühren. Jetzt sind wir zwei Rahmenschlitten in der Garage stehen, ich bin voll bei dir. Dann darf ich dich, nachdem der gute Mann eh schon ein bisschen festhält sozusagen, darf ich da zum Thema USK, ich bin kein USK-Fahrer, Salzburg, nein, in Salzburg kriegst du die Garage dafür nicht, wenn du nicht das dazugehörige Häusl hast. Und in Salzburg ein Haus zu erwerben, ist irgendwie ein bisschen teuer, wenn man nicht geerbt hat und die Familie dahinter steht oder der Lottogewinn dabei ist. USK, jetzt haben sie ja quasi beschlossen, der Big Block darf nicht mehr blubbern und rühren, den hat man ja jetzt den Todesstoß gegeben. Jetzt mengt man ja eh schon ewig und 3 Tage, was bei einem USK wurscht ist, weil die haben eine vernünftige Motorqualität, von früher Ethanol 5 auf jetzt Ethanol 10, der Sprit ist trotzdem noch viel zu hoch, Bio oder sonstigen Ethanol bei. Und wie viele Kilometer fährst du mit deinem USK im Jahr? Im Jahr? Nachdem es ja wahrscheinlich nicht dein Alltagsauto ist, nein, zwecks Benzinverbrauch, Teilelieferung und baujahrbedingt. 5 Autos. Also ich kann nur mit einem fahren jetzt, das ist mein erstes.
Und das nächste ist das, also mit Chevy, mit 79er fahren wir so um die 1000 Kilometer Bewegung vor, trennen, dass er nicht kaputt wird. Ja. Und mit Cadillac, mit Escalade, fahre ich auch nur um die 1000 Kilometer mit meinem Sohnemann herunter spazieren. Ja. Ich bin meistens beruflich mit meinem Transporter unterwegs. Aber das ist wahrscheinlich ganz schlimm, das ist wahrscheinlich ein Diesel dann. Da gibt es leider kein, ich hätte gerne einen 6 Liter Fach gehabt, so wie ein Cadillac, aber leider. Worauf ich hinaus will, ist einfach dieser unglaubliche Skandal. Jetzt hast du gerade erklärt, du hast mehrere dieser unglaublich bösen Autos, die quasi ihren CO2-Abdruck, was allein die Herstellung herstellt, aufgrund des Baujahrs schon lange hinter sich haben. Und mit denen fährst du im Jahr zusammen keine 3000 Kilometer. Das fährt, ohne dass das politisch gemeint sein soll, in Favoriten aktuell ein junger Türke mit dem BMW im Kreis, weil er den Wahlerfolg feiert, ja. Weil er ein bisschen sagen muss, dass er einen BMW hat. Und weil er vielleicht noch fürs Fußballspiel zu begeistern war letzthin. Also ich finde es immer so krass, dass man quasi bei automobiler Historie jetzt anfängt, um Gottes Willen, ja, das geht ja nicht, weil na, und die Umwelt, wie gesagt, ich glaube, jeder Postbote, der vermeintlich CO2-neutral mit seinem Auto vor der Tür stehen bleibt und Backen spazieren schleppt und DPD-Boten, haben da eine ganz andere Werte. Es ist sehr schön, das von einem USK-Fahrer ganz offiziell bestätigt zu bekommen. Weißt du, alles andere wäre gelungen. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, du randalierst schon wieder. ich hätte zwar gerne einen Chevy gehabt, ja, 6 Liter Fach. Gibt's nicht schlecht, ha? Ja. Nur das Problem ist das, jetzt musst du oben holen, ja, selber. Und du hast in Österreich einfach keinen Ansprechpartner. Und wenn du da gewerblich nutzt, weißt du, du brauchst eine Garantie, du brauchst einen Händler, wo du sagst, du fährst hin, du machst einen Service, ein Pickel, das muss passen, ja, weil den brauchst du jeden Tag, du musst funktionieren. Wird der Armee, eh, natürlich, ja. Aber du hast keinen Ansprechpartner mit uns, das ist das Problem, leider. Sonst hätte man über meinen Opel-Händler sofort einen Chevy Express, sage ich, 6 Liter V8, bestellen, was er braucht, scheißegal, weil ob ich jetzt ein Diesel rein tanke oder Sprit, ist völlig scheißegal, ja. Du musst da und da tanken. Und der kostet da und da nicht weniger oder mehr, ja. Sagt man so, aber da kommt dann natürlich, dass es toxische Männlichkeit ist und ein Penisersatz, wenn man so ein Auto kauft. Das muss man schon. Nein, würde ich gar nicht sagen. Na schau, das behaupten die Leute. Also ganz ja, im ganz behaupten viel. Also ganz im Ernst. Also, wie du sagst, die Klimakleber, die bitten sich auf die Straße und glauben, dass sie uns bewirken. Das ist Sarkasmus-TV, was ja. Wir betreiben. Sie bewirken eh was. Sie bewirken einen unglaublichen Stau und während die Leute im Stau stehen, haben die einen wesentlich höheren Feinstaubausstoß und das Geilste ist, in Salzburg haben wir elektrische Oberleitungsbusse und sie blockieren dann die ganze Fahrbahnbreite, dass auch der elektrisch betriebene, also vermeintlich so ökologisch wertvolle Oberleitungsbus auch im Stau steht, damit dann quasi die guten Menschen, die mit dem Öffi fahren, auch stundenlang spät in die Arbeit kommen. Also das ist ein Konzept. Kompletter Spaß. Das kann man jetzt einmal so sagen. Aber ich würde jetzt nicht husten, aber Schwachsinn haben wir ja in dem Land schon mehr gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin voll der Tüße hier. Für später, wenn du irgendwann einmal eins magst. Danke, das ist lieb. Naja, ich gehe davon aus, beim momentanigen Zugang stehst du da noch ein bisschen. Du hast es zwar schattig, gell? Ja, aber. Das sind wir 5 bis 6 auf jeden Fall. Ja, ich habe gesehen, es dauert so lang. Da hätte man dann eben gedacht, sagen wir mal, so Roman, du hältst bitte fest, so klingt ein Nicht-E-Auto, das vor so vielen Jahren produziert ist, dass ein ökologischer Fußabdruck eigentlich erledigt ist. Der kommt aus Traunstein, also der hat eh schon wirklich eine Weltreise hinter sich. Habe ich sonst nicht so alle Tage in Salzburg. Wir ziehen mal weiter, damit wir die anderen Schönheiten aus Blech sehen. Auch wenn deiner nett ist, aber was nicht alles was Floss hat und so ja, ist es spannender. Cadillac geht jetzt selber an, was der also, ich bin voll gut, dabei. Dann verstehe kurz Geschäft. Danke, echt noch viel Spaß natürlich. Danke. Danke.